und dann ab nach oben. Zeug abliefern und Spitzhacke reparieren. Ich bin da schon richtig gespannt, wie groß die neue Lava-Grube ist, die wir gefunden haben. Den Eingang werde ich aber auch ein bisschen erstmal lassen, weil das ist tatsächlich ein schnellerer Weg, um an Lava zu kommen, von unserem aktuellen Bau, unserer aktuellen Bauposition zumindest, als bis die andere Lava bisher. So. Haben wir da noch irgendwas Volles? Hier, das da, das da, das und das. Das war's. Oh, Eisenerz ist auch fast voll. Können wir dann beim nächsten Mal vielleicht mitnehmen. Ich weiß noch gar nicht, wie lange ich überhaupt aufnehme. Mal auf die Uhrzeit sehen. Nicht, dass ich schon seit 4 Stunden oder so aufnehme. Oh nein, aber seit fast 3. Also ich würde... Ja, vielleicht mache ich oben Schluss. Vielleicht mache ich oben Schluss. Ja, ich werde oben Schluss machen. Also nur noch schnell heimgehen. Die Sachen aufräumen, reparieren gehen. Ich weiß nicht, soll ich nochmal verzaubern? Das würde sich eigentlich schon lohnen. Und wenn ich nur ein Buch verzaubere. Aber mit dem Bücherverzaubern bin ich nur nicht so vertraut. Ich muss gestehen, ich habe noch nie ein Buch verzaubert, weil ich bisher nie dazu gekommen bin. Ich habe bisher immer nur meine Rüstungsgegenstände verzaubert. Mehr nicht. Ich habe noch nie alles verzaubert gehabt. Nein, das gibt's nicht. Ach Mann. Das habe ich bis zum nächsten Mal vergessen. Das muss ich heute noch machen. Hier. Ja, verdammt. Wisst ihr was? Ich bin noch hier. Ich gehe einfach wieder zurück und hole mir das Gras schnell. Noch ist es, ist das die Methode, die am wenigsten Zeit verbraucht. Einfach noch schnell wieder zurückgehen. Blöde Spinne. Wieso habe ich überhaupt aufs Gras geschlagen, so nach unten? Ich weiß doch, Mist. Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass ich es treffe. Ich dachte eigentlich, ich schlage weit genug oben. Anscheinend war es genauso ein Grenzwert, dass ich es exakt um einen Tausendstel Millimeter oder so getroffen habe. Vermutlich. Naja. Hier ist auch den nächsten Zombie und ein Creeper. Aber den Zombie sehe ich nicht. Und du wirst nicht explodieren, kleiner Creeper. So. Ja, lassen wir die Lederkappe da. Und dafür jetzt... Ach, scheiße. Das ist die falsche Kiste. Lassen wir alles da, dann ist zumindest schon mal alles hier in der Kiste. Dann kann ich wieder mehr mit hochnehmen. Ich hätte die ganzen Kisten, hätte ich nicht abbauen sollen. War vielleicht ein Fehler. So, zack, 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 zack. Und ein Gras. Das Gras kann ich eigentlich schon mal hier hin tun. Beim nächsten Mal die Lavagrube voll machen, unten den Eingang fertig machen und dann weiterschauen. Ich hatte eigentlich gedacht, in dieser Aufnahme könnten wir fast fertig werden, aber ich hatte die Lavagrube vergessen.
Also mit dem Weg unten. Nee, mit der Ebene unten meine ich. Könnten wir so Hälfte bis Dreiviertel Ebene schaffen, fertig. Aber ich habe die Lavagrube vergessen und das Problem mit der Lava, in der nächsten Folge, in der nächsten Aufnahme werden wir das schaffen, aber. Halt, die muss da bleiben. Okay. In der nächsten Aufnahme werden wir fast fertig sein und in der übernächsten werden wir die nächste Ebene, also die Ebene unten, an der wir gerade arbeiten, werden wir fertig haben. Und ja, ich weiß noch nicht. Vielleicht sind wir in der überübernächsten Ebene, Aufnahme. Vielleicht sind wir da dann schon fertig. Oder zumindest im letzten Raum. Aber vielleicht auch fertig. Mit der Höhle der Elras. Dann müssten wir nur noch die Pfeile überall ranmachen. Reinmachen. Die ganzen Werkbänke und Truhen, die wir hier haben, müssten wir alles einsammeln. Und dann den Wald oben machen. Ach, Fledermaus. Du bist schon wieder gestorben. Die war vermutlich hier irgendwo und ist wieder in die Lava geflogen. Verdammt, jetzt habe ich das Gras vergessen. Das war da unten, oder? Ich wusste, ich mache es besser gleich. In der nächsten Aufnahme habe ich es vergessen. Ich habe es schon beim Hochgehen wieder vergessen. Ja, hier war es irgendwo. Da. Oh, Entschuldigung, Fledermaus, ich hatte dich beim Zurückgehen vergessen, genau wie das Gras. Oh, nein, nein, stopp, stopp, stopp. Oh, zum Glück. Da hätte ich nämlich geradeaus in die Lava rennen können. Ein Vorteil wird sein, wenn ich dann auf dem Server endlich spiele. Ich habe ihn also mittlerweile fast fertig. Testen könnte ich ihn demnächst mal. Also die nächste Aufnahme wird entweder eine Testaufnahme auf dem Server sein oder die letzte Aufnahme, die ich hier lokal mache vor der Testaufnahme. Also die nächste oder übernächste wird eine Testaufnahme sein, ob es endlich wieder funktioniert auf dem Server. Die wird aber auch nur eine Stunde dauern, weil für den Fall, dass es nicht funktioniert, möchte ich nicht 3 Stunden nochmal neu spielen müssen. Vielleicht auch nur eine 20-Minuten-Folge oder vielleicht auch nur 40 Minuten. Irgendwie sowas. Eine Testaufnahme eben. Und wenn das dann funktioniert, dann spiele ich endlich auf dem Server. Und dann ist mein PC auch endlich ein bisschen freier, sag ich mal. Muss nicht mehr so viel rechnen. Weil der Server ja alle Berechnungen übernimmt. So, haben wir hier irgendwas Volles? Nein. Einfach zack, zack. Ja, okay, das war schon. Die Kartoffel, mehr nicht. Das Einzige, woran es bei mir dann lägen könnte, das wäre die Internetverbindung. Blöd ist es natürlich dann auch. Dann ist nämlich Minecraft auch vom Internet abhängig. Wenn es mir dann abstürzt, so wie manchmal bei League of Legends, dass es dann weg ist, dann ist mitten in der Aufnahme dann plötzlich das Internet halt weg. Dann werde ich die Aufnahme vermutlich einfach beenden. Keine Ahnung. Na man. So, 32, werde ich das noch schaffen? 32 glaube ich schon. 33 vermutlich nicht mehr. Ich glaube, ich möchte ein Buch verzaubern. Aber ich weiß auch nicht. Kann ich auf ein Buch nur eine Verzauberung drauf tun? Oder auch mehrere? Also, initial meine ich jetzt. Ohne die irgendwie am Amboss miteinander zu vereinen. Ich glaube, ich werde ein Buch verzaubern. Auf Level 30. Und eventuell werde ich dann eine Hake oder eine Schere damit verzaubern.
Je nachdem, was ich bekomme. So, okay, hier ist auch nichts voll, dann können wir die Kartoffel wieder mitnehmen. Die Truhe hier ist ja fast noch ganz oben. Die hat wirklich ziemlich lange gehalten. Vorne kommt, glaube ich, die große Lavagrube. Genau. Ich weiß noch. Wir haben komplette Aufnahmen, also ungefähr 6 Stunden gebraucht, um überhaupt den Weg hier durchzumachen. Also eine Aufnahme, um den Weg zu machen. Dann 2 Aufnahmen, um das eins niedriger alles auszuhöhlen. Eine weitere und 2 weitere Aufnahmen, um die Lavahöhle an sich auszuhöhlen. Und das Einfüllen hat, glaube ich, auch nochmal 2 oder 3 Aufnahmen gedauert. Das war ein Aufwand. Aber ich glaube, das hat sich gelohnt. Eine so riesige Lavagrube mit Brücken, das ist schon richtig geil. Wo unter den Brücken auch nochmal Lava ist. Richtig geil. So, fast geschafft. Sag mal, verfolgt uns ein Zombie oder wieso höre ich denselben Zombie seit 3 Ebenen? Oder einen ähnlichen zumindest, in derselben Lautstärke. Zum Glück habe ich das Bild nicht getroffen, aber ich habe es mir im Moment des Schlages genau angesehen. Die sollte ich mir auch mal merken. Die sind mir schon garantiert so 10-mal kaputt gegangen. Also Level 32 werden wir vermutlich doch nicht mehr. Aber ist auch nicht schlimm. Und die Beinchen gibt es sogar auch noch. Ich hatte schon Angst, dass sie mittlerweile ganz kaputt sind. Aber sie leben noch. Und sie haben eine Reparatur mittlerweile sehr dringend nötig. Ich werde einfach schlafen jetzt. Ach. Da. Gut, jetzt muss ich natürlich ein paar Monster töten. Damit ich schlafen kann. Aber 32 wird vielleicht doch noch was. Oh! Die X hat mich nicht gesehen. Jetzt hat sie mich gesehen. Oh ne. Das ist gar nicht gut. Knapp. Nein. Er hat natürlich genau getroffen. Keine Ahnung, was das war. Hinter mir ist keiner, oder? Nein. Ich habe Angst, dass hinter mir einer ist. Leck, na toll. Das war der 2. Zombie. Die Zombies hören sich alle so nah an. Stirb, du Hexe! Stirb doch endlich! Wow! Nein, ein Lag! Oh, sie ist endlich gestorben. So viele Erfahrungspunkte. Die möchte ich mir alle holen. Blöder Zombie. Jetzt hat mich der gesehen. Da war irgendwo ein Creeper, aber ich sehe ihn nicht mehr. So, kann ich jetzt schlafen? Ja, ich kann schlafen. Ich hoffe, die Beinschienen sind noch okay. Oh, sie sind noch okay.
Der hier brennt, also holen wir uns den zuerst. Auch mal ein bisschen Bogenschießen darf sein. Oh, aber ich darf nicht vergessen, die ganzen Sachen mitzunehmen. Das hätte ich tatsächlich wieder vergessen. So, also jetzt mal die Bögen reparieren. Die kann ich auch hier lassen, oder? Ja, eigentlich könnte ich den sogar fast mitnehmen. Ja, egal, ich lasse ihn hier. Erstmal alles ablegen. So, und jetzt alles mitnehmen. Der hier bleibt da, habe ich gesagt. Da, das dann noch. Okay, das war's. Und dann kann ich aber so noch machen. Diese Hexen. Irgendwann bringen sie mich noch um. Und zwar wörtlich. Ich lauf doch schon weg. Ah! Oh, verdammt. Wow. Das war ein Home Run. Habt ihr gesehen, wie weit ich die weggeschleudert habe? Das war richtig gewalt. So, dann haben wir es aber fast geschafft. Level 33 zwar nicht mehr, aber ich glaube, ich werde ein Buch verzaubern. Vielleicht bekomme ich ja Haltbarkeit. So, aber erstmal die ganzen Sachen wegräumen. Unter anderem wieder sehr viel Stein. Ich hab Schwarzpulver da. So, eigentlich könnte ich da wieder ein bisschen weiße Wolle mitnehmen. So, dann habe ich hier Kettenhaube. Ja, komm mit dem zusammen. Und Kettenstiefel. Habe ich auch. Hypercut 2 haben die sogar. Naja. Egal. So, dann 1, 2, 3. Und ein Buch. Dann brauche ich noch eine Spitzhacke. Die Beinschienen werde ich mit Eisenbarren reparieren. Stärke 4. Nur Stärke 4. Ja, ist aber auch nicht schlecht. Vielleicht können auf Büchern ja auch nur jeweils eine Verzauberung draufkommen. Aber ich werde die Bücher werde ich auch hier reinhauen. Verzaubertes Buch. Geil. Stärke 4. So, Spitzhacke. Ja gut, gehen wir reparieren. Ich hatte noch... Ja doch... Nee, Schwan, ich habe schon mal Bücher verzaubert. Ich glaube, 2 oder 3 Bücher habe ich schon mal verzaubert. Ich bin mir da auch gerade nicht sicher, ob ich das schon mal habe. Müsste ich mal nachsehen. Aber egal. Ein schwarzes Huhn. So, ich hoffe, der Amboss hält das aus. Die Spitzhacke ist wichtiger. Amboss ist noch da. So. Nur 4 Erfahrungspunkte. Und der Amboss ist auch noch da. Anscheinend haben wir die zum ersten Mal repariert. Finde ich toll. Dann war's das. Und wenn wir das ganze Zeug aus der Höhle der Eras rausholen, am Stück, oh Gott, das wird ein Haufen Arbeit.
Das Lager wird es uns aus allen Nähten platzen. Tut es ja jetzt eigentlich schon, aber dann erst recht. Ja gut, Leute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Vielleicht in einer Testaufnahme auf dem Server. Ciao!